Ja, ich glaube, das ist richtig. Oh. Ja, hier bin ich auf jeden Fall richtig. Oh, ist das schön. Oh, Menno. Ich dachte, da wäre was zu essen drin. Oh, naja. Oh, Gold. Oh, hä? Was ist das denn? Oh, das fühlt sich ja schön an. Oh, das sieht ja irgendwie lecker aus. Das dreht sich so lustig. Hey, Teig, na? Oh Gott, Teig. Ah, das wird mir... Ah. Papa Muckel? Oh, was hast du denn gemacht? Silvia, bist du's? Oh nein, komm mal her, ich helfe dir mal hoch. Oh, danke. Oh. Weißt du was, wir setzen uns erstmal hin. Ja. Komm mal mit. Oh, aua, aua, uiuiui. Ui. Mir ist immer noch ganz schwindelig. Oh, was war das denn eben? Ja, du bist gerade ordentlich Karussell gefahren im ja. Kopf. Das war ein Porzellanklumpen auf der Drehscheibe, den du gesehen hast. Hm. Ach und der so. Dreht sich doch ziemlich schnell. Ja, aber sehr. Ich dachte, das wäre Keksteig. Ich habe schon richtig Hunger bekommen. Nee, das solltest du auf keinen Fall essen, denn es ist kein Keksteig. Das ist Porzellanteig oder wir sagen Porzellanmasse. Sag mal, Silvia, was ist denn genau Porzellan? Na, Porzellan musst du dir vorstellen wie eine Erde, die in der Natur vorkommt. Zwar nicht so rein weiß, wie du das vorhin auf der Drehscheibe gesehen hast. Die muss natürlich erstmal gereinigt werden, so auch wie bei Ton. Ja. Und aus dieser Erde kann ich dann mit verschiedensten Techniken, in meinem Fall ist es das Drehen an der Töpferscheibe, kann ich dann Gefäße herstellen. Mhm. Wow, und die bemalst du auch? Und die bemale ich dann auch. Die werden natürlich gebrannt, sehr hoch gebrannt. Wow. Und dann wird das hart, und zwar so hart, dass man das gut benutzen kann. Sehr spannend. Und ich habe gesehen, manche deiner Arbeiten haben ja auch Gold dran. Ist das echtes Gold? Das ist echtes Gold. Nee, du veräppelst mich doch. Wo hast du das denn her? Das kaufe ich ein und das bemale ich dann hinterher auf die Gefäße und brenne das im Ofen auch nochmal so stark ein, dass das nicht so leicht abgeht. Silvia, wir haben Knete zu Hause. Kann ich denn daraus auch Tassen und Teller bauen? Du kannst theoretisch aus der Knete kneten, was du möchtest. Auch eine Tasse oder eine Schale. Und es gibt sogar Knete, die kannst du in den Backofen schieben und festbrennen. Ob du sie dann genauso gut benutzen kannst wie eine Porzellantasse oder wie eine Tontasse, das ist sicher nicht so. Aber zumindest kannst du mal probieren, Gefäße zu formen. Na klar. Silvia, können wir das denn mal zusammen probieren? Na, auf jeden Fall. Probieren ist immer gut. Ja, Silvia, lass uns gerne mal rübergehen und was probieren. Na, dann komm mal mit. Cool. Silvia, das ist jetzt die Porzellanmasse? Das ist genau die Porzellanmasse, die du vorhin schon gesehen hast. Ja, auf der Töpferscheibe. Auf oder der wie Drehscheibe, ja. Auf der Drehscheibe. Genau. Und was machen wir jetzt? Und daraus können wir jetzt machen, was wir wollen. Ein Teller, eine Schüssel... Eigentlich jedes Gefäß, was man möchte. Oh, dürfen wir einen Teller machen? Ja, mache ich dir cool. mal einen Teller. Ja, Silvia, wird dir nicht schwindelig dabei? Nein, aber du wirst vielleicht jetzt ein bisschen dreckig dabei. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, kann man alles auswaschen. Na klar. Ist ja nur Dreck eigentlich. Ja, ich springe heute Abend noch in die Ostsee, dann geht das wieder. So, das ist eigentlich der Anfang, den man immer macht, bevor man sich für ein Gefäß entscheidet, dass man das erstmal schön, ruhig, gleichmäßig ins Drehen bekommt. Guck, da wackelt nichts mehr, eiert nichts mehr. Es riecht auch ein bisschen, riecht schön. Und ein Teller ist ja flach, breit, das heißt, das Ganze wird auf jeden Fall schon mal flach gemacht. Cool, wie ein Pfannkuchen. Wie ein Pfannkuchen. Du hast ganz schön Hunger, glaube ich. Ja. Jetzt machen wir das. Dann mache ich das noch ganz gleichmäßig. Und da entstehen diese ganz typischen Rillen. Und warum nimmst du eigentlich immer Wasser dafür? Damit das richtig schön geschmeidig bleibt und ich das gut in Form bringen kann. Denn sonst wird es zu trocken. Und dann rutscht es nicht mehr so richtig gut zwischen den Fingern. Dann rubbelt das so. Dann reißt es. Also man braucht immer schön viel Wasser. Schau mal. Wow. Und, was sagst du?
Richtig toll. Mhm. Und da könnte ich jetzt schon ein Brötchen von essen. Nee, ganz so schnell geht es leider nicht. Da gehören noch ein paar Arbeitsschritte dazu. Und wenn du möchtest, kann ich dir das am Tisch erklären. Ja, gerne. Kann ich jetzt davon schon essen, Silvia? Du kannst davon noch nicht essen, weil er ist ja noch ganz weich und wabbelig. Schau mal, wenn ich hier gegenkomme, der ist, wenn du davon isst, dann ist das einfach nur ein einziges Rumgegatsche. Du machst den Teller kaputt und das Brötchen schmeckt dann auch nicht mehr. Ja. Insofern wird der jetzt erstmal getrocknet. Das geht bei Porzellan relativ schnell. Das heißt, der ist vielleicht so in 10, 12 Stunden ist der trocken. Mhm. Aber selbst dann kannst du davon noch nicht essen, weil er könnte jederzeit wieder kaputt gehen. Also für den Gebrauch völlig ungeeignet. Wenn der Teller richtig trocken ist, dann wird er einmal gebrannt. Einmal gebrannt heißt, er kommt in den großen Brennofen und wird dort ungefähr bei 1000 Grad gebrannt. Und danach kommt er so raus. Das heißt, so wie du schon siehst, er ist fest. Und man kann ihn in Wasser nicht mehr aufweichen. Du könntest davon eventuell schon essen, aber so richtig schön ist es nicht. Er ist noch ganz rau und eine schöne Bemalung wäre doch eigentlich auch ganz schön, oder? Ja, bemalst du die dann auch? Und den könnte ich jetzt bemalen, wenn du möchtest. Ne, zum Beispiel in dem einen Dekor, was ich habe, mit den Blümchen. Mhm. Das geht ganz schnell. Das mache ich mit diesen Porzellanstiften. Da werden dann die Blüten drauf gemalt. Schön gleichmäßig. Genau, so. Und das ist jetzt die letzte Blume. Schön, die hast du aber schön gemalt. Ja, danke. Und jetzt wäre der Teller soweit, glasiert zu werden. Und wenn die Stücke glasiert werden, dann verändern sie sich nochmal ganz schön. Dann passiert Folgendes. Ja. Schau mal, ich habe hier zum Beispiel eine Vase. Die ist auch erst einmal gebrannt worden und schwarz gemacht. Ja. Und am Ende, wenn sie nachher fertig glasiert ist und gebrannt ist, sieht sie so aus. Schau mal den Unterschied. Oh, das glänzt auch richtig da oben. Ja, genau. Das ist die Glasur da drauf. Und sag mal, ich habe vorhin bei dir was entdeckt. Da war wie so eine Textur drauf. Das konnte man fühlen. Mhm. Wie hast du das hinbekommen? Du meinst die Dose? Ja. Ja? Wie so ein, schau mal diese. Wie so ein schön, schön geriffelt. Oh, das fühlt sich so schön an. Wie hast du das hinbekommen? Ja, da habe ich ein Spezialwerkzeug. Und zwar ist das ein sogenannter Rollstempel. Und damit kann ich, ich zeig's dir, über ein Porzellanstück rüberrollen und habe dann relativ schnell einfach genau das Muster. Oh, sieht ja toll aus. Mhm. Genau. Ja, und dann nach dem Glasieren ist der Teller fertig und kann in den Ofen. Ja, zeigst du mir mal deinen Ofen? Mhm, das mache ich. Cool. So. Schau mal, und das ist der Ofen. Ach. Wow, das ist ja ein riesen Backofen. Ja, der ist schon ganz schön groß, das stimmt. Na, und da passen jede Menge Teller rein. Und wie heiß wird dieser Ofen? Na, der wird ganz schön heiß, 1300 Grad brenne ich. Das ist ja heißer als ein Lagerfeuer. Das ist heißer als ein Lagerfeuer, richtig. Aber Silvia, das ist leider auch heißer als unser Ofen zu Hause. Oh ja, das stimmt. Was mache ich denn da? Ich wollte zu Hause auch mal irgendwas brennen. Na, was du gut machen kannst, ist, dass du das zum Beispiel mal mit Salzteig probierst. Du formst aus Salzteig etwas, kannst das sogar bemalen mit Farbe und schiebst es dann in den Ofen und brennst es, dass es hart ist. Oh, das ist ja ein toller Tipp. Da wird Mokelchen sich freuen. Das ist eine super Idee. Na, Papa Mokel. Es war sehr schön bei dir, Silvia. Vielen Dank. Schön, dass du mich besucht hast. Ja, danke. Bis bald mal. Tschüss. Tschüss.